Wir machen jetzt eine Ausbildung als Hip-Hopper. Jetzt, ich hab schon mal so die Hose so. Ja genau, 20 cm runter erstmal, okay. Genau das. Ich meine bloß großen Rapper goldsüchtig, Mann, du weißt schon, ohne Farbe Mucke leider brüchig, so ist das, Mann. Absolut Hip-Hop-süchtig, du weißt schon, guck auf die Frauen, du kannst vertrauen, alles gut, ja, Mann. Wie oft werdet ihr angesprochen von Mädchen? 4, 5 Mal so. Am Tag? Ja. So, jetzt geht's los, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir haben hier einen Special Guest am Start. Ich hab grad gesehen, er rappt ein bisschen, ja? Stell dich am besten selber mal vor. Ja, auf jeden Fall, auch mal so an sich, ja, Rapper, deswegen auch mal Hip-Hop. Ja. Ich bin ehrlich jetzt, ich hab kaum was verstanden. Ja, alles klar, Slang, du weißt ja, Hip-Hop gut verarbeitet, du weißt, Bing, Bang, ja. Heißt du? Ja, an sich, mein richtiger Name. Ja. Ja, sich Ace, ja, Ace Light, so, du weißt schon, Augenlichter. Okay, stell dich mal vor. Ahmed. Wie alt? 16. Du? Amir. Wie alt? 15. Also ihr seid Playboys, ne? Nein. Wir sind Muslim, wir gehen jeden Tag beten. Wir gehen nicht mit diesen Playboys. Lass bei euch mit Mädchen. Mädchen, jeden Tag kommt eine zu uns, wollte Nummer, wollte erklären uns. Also die fragen dich, ne? Ja. Okay, stell dich mal vor. Ich bin die Tia, 18 Jahre alt. Du? Ich bin Ella und bin 20 Jahre alt. Okay, stell dich mal vor. Jasmin. Charlie. Wie alt? 16 Jahre alt. 16. Ja, Mann. Ja, ich meine, du musst dich vernünftig unterhalten können mit den Leuten, ja. Schon richtig, selbst als Hip-Hopper deswegen. Du bist Hip-Hopper, ja? Ja, ich bin Hip-Hopper, ja. Was sind die 7 Merkmale von Hip-Hop? 7 Merkmale? Ich meine, ich habe Videos gesehen, wie gesagt, manche Leute meinten, 7 Merkmale auf jeden Fall, ich weiß nicht, Sprache, Lyrik, Beats, cool drauf sein, Hip-Hop sein. Deswegen, ich meine generell, Hose kannst du tief tragen, ich meine, ich weiß nicht, Toleranz. Warte, ganz kurz. Ich muss meine Hose tiefer machen. Hip-Hop ist Hip-Hop, ist glaube ich das Merkmal, was auf ist besser so? Geht. Ist besser so? Wie oft werdet ihr angesprochen von Mädchen? 4, 5 Mal so. Am Tag? Ja. Okay, und was macht ihr dann mit denen? Erst einmal Kontakt aufbauen. Dann beginnen. Was? Beginnen. Was denn beginnen? So, küssen, alles. Ich dachte, ihr seid keine Playboys, ja? Ja, schon. Ne? Du bist Playboy, ne? Okay, was macht ihr am Alex? Shoppen. Was habt ihr so geshoppt? Nichts. Typen geshoppt. Typen geshoppt, ne? Wie läuft's denn bei dir so mit Typen? Eine Frau schweigt und genießt. Wie läuft's bei euch so mit Jungs? Ja, ich hab einen Freund. Bei dir? Ich hab auch einen Freund. Und wie viele Jungs habt ihr so Kontakt so? So grob geschätzt so 20. 20? Ja. Du hast einen Freund und du hast mit 20 Jungs Kontakt. Ja, naja, es ist ja nur so, hey, wie geht's, was machst du? Okay, so. Muss dich rechtfertigen, aber so findet ihr das cool so? Nein. Nein? Nein. Warum hast du damit so vielen Kontakt? Naja, weil er an sich selber mit so vielen Mädchen schreibt. Also läuft die Beziehung richtig gut, ne? Ja. Wie läuft's bei euch so mit Jungs? Ich werde verarscht. Also ich im Moment will gar nichts von Jungs mehr wissen, so. Weil ich halt auch immer verarscht wurde und so. Ich wurde nicht auch verarscht, also nur einmal so, aber... Nur einmal, ne? Ja, da wurde ich betrogen, mein Ex-Freund hat dann so eine andere gefickt und so und dann... Ja, sowas Normales halt, ne? Okay, ja, man genau, ich meine, es gab Leute, die meinen 20 cm unter der Gürtellinie. Ja, ja, warte. 20 cm. So ist besser? Akzeptiert, so, weißt du? Sieht man das so? Ja, bin ich jetzt Hip-Hopper? Deswegen. Okay, jetzt bin ich Hip-Hopper, oder? Jetzt bin ich ausgebildeter Hip-Hopper. Ja, du wärst schon mal Hip-Hopper. Warte, wir machen jetzt eine Ausbildung als Hip-Hopper. Jetzt, ich hab schon mal so die Hose so. Ja, genau, 20 cm runter erstmal, okay. Genau das. Ist schon 20 cm. Deswegen. Okay. Mal korrekt reden. Aber jetzt sieht man ein bisschen so meinen Arsch schon hinten. Das ist doch. Ja, ich meine, jetzt eine Frau, wenn jetzt eine Frau das machen würde, dann. Ja, für die Frauen geht um Hip-Hop. Ja, ich meine nur, ja, für die Frauen. Ach, für die Frauen. Sagst du dazu, die werden jeden Tag von 4, 5 Mädchen angesprochen? Die lügen. Die lügen, ne? Ja. Du hörst oft eigentlich. Ja, die kommen hier. Woher kommt ihr? Kurdistan, Irak, kenne ich. Oh, Kurde, ich bin auch Kurde. Wollt ihr euch kennenlernen so? Mit wie vielen Jungs habt ihr so Kontakt? Kumpels oder 6, keine Ahnung. So, was für ein Kontakt ist das so? So normal, Kumpels. Alle Friendzone, ne? Ja. Und wen lernst du kennen dann, wenn alle Friendzone sind? Niemanden zurzeit. Niemand, ne? Nee. Zurzeit, ne? Muss von Himmel fallen, ne? Ja. Ich suche niemanden, die kommen. Ja, kommen einfach alle angekrochen. Und bei dir? Nicht so viele mehr. Was heißt nicht so viele? Zahl? Wollte er nicht mehr. Okay, aber was heißt jetzt nicht so viele? Also wie viele denn? Nee. Nee, weißt du nicht, ne? Nee. Hast du aufgehört zu zählen, ne? Ja. Sind bestimmt voll die guten Freunde, ne? Mhm. Ja, sind mega gute Freunde, deswegen weiß man nicht, wie viele gute Freunde man hat. Okay, nächster Step. Ich hab jetzt die Hose. Jetzt bin ich schon 1 von 7 Hip-Hop. Wie geht's weiter? Jetzt, wenn du 7 Tage in der Woche Hip-Hop machst, ich glaub, dann bist du an 7 Tagen einfach mal das Merkmal von Hip-Hop. Aber was kann ich jetzt noch machen, um weiterhin Hip-Hop jetzt direkt auf die Schnelle zu sein? Ich weiß nicht, immer loaded sein oder nicht, ja? Digga, immer bereit? Ja, immer bereit. Okay, also das heißt, du bist immer bereit, Digga. Du bist immer bereit. Okay, dann hau mal ein Freestyle raus, Digga. Hau mal ein Freestyle raus. Okay, Freestyle, ich meine bloß großen Rapper Gold. Süchtig, Mann, du weißt schon, ohne Farbe Mucke leider brüchig, so ist das, Mann. Absolut Hip-Hop-süchtig, du weißt schon, guck auf die Frauen, du kannst vertrauen, alles gut, ja, Mann. Mit großen Augen, ja, Mann. Starte ich keine Wut, ich lass nicht raus, du weißt schon, am Mic be tight, yo, fuck. Frag ihn, ja, Mann, do luck, good luck.
Ja, Mann, ich rock den Club, du weißt, was ich meine. Rosen werde ich dabei haben, wie gehen high. Yo. Du musst drippen mit der Hose unten, weißt du, musst ein bisschen drippen. Komm, mach mir nach, komm mal. Ja, Mann, Digga. Immer ein Drip sein, immer ein Drip, Digga. Das ist einfach, ja, Mann. Deswegen, ich brauch Straßenkind erstmal so goldenes Lächeln, ja, ich mein bloß. Naja, mir hat bei Hausaufgaben geholfen und so. Bei Hausaufgaben, ne? Da klingelt schon Snapchat, bei Hausaufgaben geholfen. Wer war das jetzt bei Snapchat? Eine Freundin. Zeig mal, kann ich ja mal sehen. Okay. Schwarzer Bildschirm. Jaren mit so einem perversen Smiley. Mhm. Ja, na gut, den hab ich ja bei jedem. Ach, den hast du bei jedem, ne? Ja. Der hilft dir bei Hausaufgaben bei Snapchat, ne? Hast du irgendeinen Text oder so? Vorstellen, man denkt, wir haben, wie gesagt, einmal für Hip-Hop, man der toten Form seiner Genetik. Der Motherfucking Ace Rhymes, ja, was glaubt, wird seelisch. So ist das, man. Wem quäl ich keine Beats, eher Frauen, aber trotzdem, wenn sie es wollen, ich Schauspieler. Ey, komm, kannst. Weil mit manchen Rappern sitzt du im Dunkeln, so ist das. So ist das, Digga, so ist das. Wir sind hier mit diesen Hosen, Digga. Wir sind am Start, oder? Ja, Digga, Mann. Wir sind am Start mit den Hosen hier. Komm, wir laufen hier ein bisschen rum. Komm, Digga, mach mir nach, Digga. Hier ein bisschen rumlaufen. Digga, du weißt Bescheid, wie es läuft, oder? Wie lange bist du jetzt mit deinen Freunden zusammen? Also wir waren 6 Monate zusammen. Dann waren wir getrennt einen Monat. Okay, alles klar, sie macht Rechenaufgaben hier. Sagen wir 7 Monate, 8 Monate, mir egal. Auf jeden Fall. Wie war es davor? Mit wie vielen Jungs hattest du davor Kontakt? Mit kaum welchen. Ja, Mann, mit kaum welchen. Digga, ja. Ein Monat seit 8 Freunden, 20 Jungs Kontakt davor mit... Davor gar keinen Freund gehabt und mit kaum welchen Kontakt gehabt. Und mit wie vielen Jungs hattest du Kontakt, bevor du mit deinem Freund Kontakt zusammen warst? 23. Direkt Illuminati-Zahl rausgeholt, ne? Ja. Wie kommst du genau auf 23? Weiß ich nicht. Die Leute wissen nicht, wer du bist, Digga. Die beschissen für dich, deswegen. Oder wissen die Leute, wer du bist? Eigentlich nicht, also ich weiß Digga, nicht. Aber jetzt wissen die Leute, Digga. Wenn die dich hier sehen, Digga, die wissen Bescheid. Schönen guten Tag, deswegen, ich wünsche euch guten. Digga, Mann, du bist am Start, Digga. Du bist am Start, Digga. Ja, ich meine bloß, ich bin nicht nur eine Person, ich habe so ca. 60, 70 Namen. Ich meine, wenn du dich als Graffiti-Writer groß machst und wie schon was entwickelst, ist ganz normal. Deswegen. Die haben schon geguckt, Digga. Die wollen direkt Foto machen, Digga, mit dir. Ey, was ich sonst so mache, keine Ahnung, mein Hauptstadt-Style, ja, ich weiß nicht, ein bisschen Basketball, just for fun, welchen Ball hätte, ja, ich meine bloß. Ich bring dir nächstes Mal einen Ball hier mit. Bist du immer hier? Ich meine, ich bin ab und zu hier. Wenn ich dich nächstes Mal hier sehe, ich bring dir einen Ball mit, okay? Ja, Mann, ansonsten ich halt morgen. Dann zocken wir eine Runde zusammen. Ich glaube, du bist ein cooler, ehrlicher Mensch, so. Muss man sein, oder? Also. Ziemlich so Dings rüber, so real, weißt du? Ja, Mann, ja. Deswegen, Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen so auf Comedy und so gemacht, ich weiß, so ein bisschen hier cool. Auf lustig mit der Hose und so. Aber ja, Mann, ja. Das ist alles nur Spaß, Leute. Er ist ein cooler Typ, checkt ihn ab, wenn ihr vorbeikommt. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Und bringt ihm mal einen Ball vorbei. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ey, auf jeden Fall, ich danke euch. Macht's gut, ja? Korrekt.